Aaron Johansson und Mehmet Ekici wollen zurück. Das und vieles mehr nach der Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir, Nico. Nie im Leben, nie im Leben. Ja, Leute, wie der eine oder andere von euch schon gelesen hat, auch bei der Deichstube oder auch bei anderen Quellen, will Aaron Johansson zurück in die Bundesliga. Man muss ja sagen, er hatte bei Werder eine schwere, harte Zeit gehabt mit vielen Verletzungen. Und es ist auch durchaus möglich, dass vielleicht auch Werder wieder ein Kandidat wäre. Johansson will das Ganze nicht ausschließen, sagt aber auch, dass allgemein die deutsche Bundesliga für ihn sehr attraktiv ist und dass er da gerne zurück wollen würde. Dass er halt einfach eine schwere und harte Zeit hatte und auch weiß, dass er bei den Werder-Fans vielleicht viel Enttäuschung dagelassen hat. Dass man natürlich aber auch sagen muss, wie gesagt, wenn du reinkommst zu einem neuen Verein und bist eigentlich direkt immer wieder verletzt, ja, dann ist es halt auch nun mal schwer und dann tut manchmal auch so eine Veränderung gut, wie er auch jetzt zuletzt hatte und trifft jetzt eigentlich wie am Fließband. Also ja, da kann man mal sagen, ja, das ist, so kann es einfach manchmal laufen. Wenn du in Verletzungen bei dem einen Verein bist, tut es einfach manchmal gut, vielleicht was Neues zu probieren. Und dann eventuell auch nochmal zurückzukommen oder zurück in diese Liga zu kommen, es nochmal zu versuchen und es allen zu zeigen, zu beweisen. Jetzt haben viele Werder-Experten bzw. auch viele Fans sich das Ganze gewünscht oder auch in den Raum geschmissen, dass Aaron Johansson vielleicht der Backup von Füllkrug werden könnte. Ja, gebe ich euch mit Sicherheit recht, das könnte eventuell sein, wenn man eine Lösung für Selke findet. Denn eigentlich haben wir schon zwei Mittelstürmer mit Füllkrug und Selke. Also hierzu muss ich sagen, wie gesagt, finde ich das Ganze ein bisschen unwahrscheinlich, dass da ja noch irgendwie was geht oder dass er jetzt bei Werder ein Thema wird. Andererseits muss ich auch sagen, dadurch, dass wir halt da zwei sehr verletzungsanfällige Stürmer haben, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht ein Aaron Johansson für kleines Geld als Backup da hingestellt wird. Aber ja, hierzu gerne eure Kommentare, also eure Meinung in die Kommentare. Und jetzt kommen wir zu Mehmet Ekici. Das ergibt einen komplett anderen Lauf. Will auch zurück nach Deutschland, aber überhaupt nicht nach Bremen. Also das kann ich auch schon mal direkt vorab sagen. Bremen ist hier nicht im Gespräch oder sonst was. Aaron, hier, Ekici will zurück, aber in die dritte Bundesliga. So, in die dritte Bundesliga wird er wohl gehen. Und das Ganze scheint sich auch so ein bisschen zu fixieren. War ja zuletzt, soweit ich weiß, bei Fenerbahce. Und ja, Mehmet Ekici muss ich einfach, oder wollte ich auch einfach jetzt hier nochmal ins Video nehmen, weil ich damals sagen muss, als wir Ekici geholt haben, habe ich damals gesagt, wir haben einen super neuen Zehner, Achter geholt, eher Zehner. Und ja, dann hat sich das Ganze irgendwie, aber auch relativ schnell, ja, also sag ich mal, weggeschlagen. Und ja, da war ich damals so krass enttäuscht. Also Mehmet Ekici, von dem hat so hohe Erwartungen gehabt. Dass, also ihr wisst gar nicht, das war wirklich, ja, ich dachte damals, boah, 5 Millionen auch und boah, aus Nürnberg, mega krass. Und eigentlich Bayern unter Vertrag, der muss ja auch voll was mit sich bringen. Aber er ist halt einfach immer unter den Erwartungen geblieben. Ich wünsche ihm jetzt das Allerbeste bei seinem neuen Club demnächst. Und ja, das war's von meiner Stelle hier. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare zu den beiden Jungs. Vielleicht habt ihr noch schöne Erinnerungen an Johansson oder Ekici. Was würdet ihr von Johansson Rückkehr zu Werder halten? Und dann bin ich gespannt. Jetzt auch noch eine ganz wichtige Sache für die Leute, die jetzt gerade noch drin sind. Erstmal danke an den Stream gerade eben. Die Leute, die wenigstens da waren und die Noten mitgemacht haben. Und ich würde gerne in der Woche auch ein paar Videoideen von euch wieder mit reinnehmen. Das heißt, wenn ihr gerne Wünsche habt, was ihr einfach mal, was vielleicht andere noch nicht so angesprochen haben über Werder, dass ich das tue, dann schreibt es in die Kommentare. Ich werde es berücksichtigen. Dann wird es die Woche auch kommen. Ja, alles klar, Jungs. Bis dahin, euer Rico. Ciao.